In diesem Video will ich euch zeigen, wie man mit Hilfe des Dreisatzes den Grundwert bestimmt. GW, also 100% sind gesucht. Gegeben ist der Prozentsatz, in dem Fall zum Beispiel 1%, 2% oder 5%, und dazu passend der Prozentwert. Man kann es jetzt so übersetzen, wie jetzt hier zum Beispiel. Ich nehme die Aufgabe und sage, 2% entspricht 50 Gramm. Oder wie es in Textaufgaben auch häufig drin steht, 2% sind 50 Gramm. Ist ein Unterschied, wenn der Prozentwert gesucht ist, da heißt es immer mit von. Also dieses Entsprichzeichen oder sind, das ist immer ein Zeichen dafür, dass man den Grundwert bestimmen muss. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe 2% und wir machen das ja immer über den Dreisatz. Das heißt, wir versuchen von 2% auf 1% zu kommen im zweiten Schritt. Also, um auf dieser Seite auf 1% zu kommen, muss ich durch 2 teilen. Also teile ich auch auf dieser Seite durch 2 und erhalte 25 Gramm. Gesucht war aber der Grundwert, nämlich 100%. Also muss ich die linke Seite von 1% auf 100% bekommen. Das mache ich, indem ich mal 100 rechne. Also muss ich auch hier drüben mal 100 rechnen und schon habe ich den Grundwert fertig. Diese Aufgabe ist jetzt was Besonderes. Hier hätte ich theoretisch auch einen Zweisatz machen können. Ich hätte gar nicht über 1% gehen müssen, sondern ich hätte auch gleich sagen können, um von 2% auf 100% zu kommen, muss ich doch mal 50. Dann rechne ich doch 50 Gramm mal 50 und komme gleich auf meinen Grundwert. Wäre hier auch möglich gewesen. Der leichteste Weg ist immer über einen Dreisatz, aber hier hätte man abkürzen können. Die Aufgabe hier, da steht jetzt halt gleich, das entspricht fertig dran. Das heißt, wir können gleich zum Beispiel diese dritte Aufgabe nehmen. 0,25% entspricht 170 Kilogramm. Und jetzt haben wir so ein kleines Problem. Wir müssen ja irgendwie auf 1% kommen. Hier war es recht leicht, geteilt durch 2. Was ich hier machen könnte, ist auch geteilt durch 0,25. Oder ich weiß vom Bruchrechnen, ich kann, oder Prozentrechnen, ich kann jetzt auch mal 4 rechnen, um von 0,25 auf 1% zu kommen. Also muss ich natürlich auch auf der rechten Seite mal 4 rechnen. 4 mal 170 sind 680. Damit weiß ich, was 1% sind, nämlich 680 Kilometer. Und jetzt muss ich das Ganze nochmal 100 rechnen. Warum? Ich will ja auf 100% kommen. Und das sind damit 68.000 Kilometer. Was haben wir also heute gelernt? Jetzt haben wir gelernt, wie man den Grundwert berechnet bei gegebenem Prozentwert und Prozentsatz. Aufpassen beim Dreisatz, dass man keinen Fehler und Verrechenfehler macht. Und, was wir auch gemerkt haben, es gibt viele Wege, um auf meinen Grundwert zu kommen. Manchmal ist der Dreisatz hilfreich, manchmal reicht der Zweisatz und manchmal einfach bloß nachdenken. Bis zum nächsten Mal.